So, hallo, herzlich willkommen. Eieiei. Ah, zu Final Fantasy 15. Ey. Ich drehe hier durch. Wir müssen hier. Ach Gott, oh Gott. Das schaut mal hier so gar nicht gut aus, ne? Denn wir sind ja eigentlich auf dem Weg zur nächsten Quest. Wir werden die ganze Zeit immer von diesem komischen Ding verfolgt. Hä? Hacke, ach hier. Erzfund, Leute! Grünsteinsplitter. Man weiß es nicht, zu was man es braucht. Und zu was es gut ist. Das Zeug. Haben wir alles? Ja, haben wir alles. So, wir wollten eigentlich hier nach oben. Wir haben 1 Uhr in der Nacht und 666 Meter vor uns. Das ist schön, das freut uns sehr. Jetzt ist das nah. Echt? Jetzt ist das nah. Ja, stimmt. Und hier waren wir auch noch nie, ne? Hier ist auch noch was. Dann holen wir uns das doch noch mal gerne. So, und laufen weiter. Was war das? Paprika? Cool. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, der hat auch gesagt. Wie cool. Was ist das da unten? Ach, das ist nur ein Scheinwerfer, okay. Hier können wir was mitnehmen, liebe Leute. Yeah, leitere Pfeffer. Sonst noch was? Oh. So, Jungs. Hier ist ein altes Auto. Ich wundere mich, wieso ist hier... Was ist das? Wieso ist da die Straße so beleuchtet? Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Jetzt haben wir auch erst 2 Uhr in der Nacht. Also der sehr, 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 sehr frühe Morgen. Eieiei, ich bin hier angespannt, ich bin's ganz ehrlich. So, was ist das hier? Stonehenge oder was? Ich bin müde. Ist ja auch ja, schon ich ziemlich weiß. Spät. Das wäre cool. Was heißt ziemlich spät? Das ist ziemlich früh, ne? Die Frage ist halt, oh, hier haben wir noch was. Macht es sich dann auch bemerkbar? Ja. Weißt du, was ich meine? Auf die Kampfes... Auf den Kampfeswillen oder die Konzentration der Spiele? Ah, hier können wir nochmal... Hier können wir Nickele machen, hat er gemeint. Denn hier müsste auch gleich was sein. Oh, was für eine hübsche Farbe. Haben wir alles hier jetzt, ja, ne? Was ist das für ein Rauch? Ah, hier können wir looten. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir können mal gucken, was wir an Magie haben. Alter. Feuer könnten wir nochmal fett ausrüsten. Und das da, ne? Ah, wir haben nur 2 Magieflakons. Das ist zu wenig. Ah, das ist doch zu wenig. Wir absorbieren aber mal gepflegt. Was geht? Klar. Ach, cool, dann können wir hier Nickerle machen. Lagerstelle, nice. Können wir das absorbieren? Nee, das ist voll. Aber wir haben hier was. Schwarzsteinsplitter. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, mein Freund. Ach, wir müssen hier hin. Kommt, dann übernachten wir hier, Freunde. Ich glaube, wir können doch ein bisschen hochleveln, ne? Wir zählen mal. Wir sollten erst mal etwas essen. Ja, die sind recht müde. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne?
dass man da regelmäßig mal Pausen macht und zeltet und schläft und was weiß ich. Da muss ich sagen, finde ich doch dann ziemlich, ziemlich cool, dass das geht. So, ein Tag vergangen, das ist schön. So, was haben wir denn hier Hübsches? Seebarschfilet, sowas könnte man mal machen, einen leckeren Fisch, ne? Barramundafilet, die können wir auch noch nicht machen. Makrelenfilet, ja, das war's. Oder nochmal Makrelenfilet. Und Wildzwiebeln, was machen wir denn, hat er genannt. Komm, wir machen heute mal das da. Yam, yam, yam. Fisch. Na, Ignis. Ba, 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 ba. Yam, yam, das sieht aber auch richtig, richtig gut und lecker aus, ne? Yeah! 44 FP haben wir aktuell. Jetzt kommt hier aber noch was hinzu. Yo, nur noch 166 wird benötigt. Bei den meisten. Bei Noctis nur 130. Boah, Talentstufe gestiegen. Findet nach Kämpfen gelegentlich Äther. Nice! Jetzt auch schon Stufe 4. Wir haben Stufe 2 gerade mal. Ah, schöner Bur. Ach, ich lieb den einfach, Ignis. Also, ne, was schon, wie ich meine. Dieses Foto speichern. Ja, komm. Das speichern wir mal alles. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Findest. Finde ich auch. Naja, das ist... Ja, den Rest kannst du, glaube ich, vergessen. Hier gepflegt. So, sehr schön. Aber hier einen neuen Zeltding gespeichert. Das wäre cool, wenn man so schnell Reiseding, ne? FP, da komme ich so wenig. Da wird einem erst so richtig bewusst, wie laut und grell Insomnia war. Das hast du hübsch gesagt, aber ich habe trotzdem Angst, hier im Dunkeln zu übernachten. Nicht der richtige Ort für eine Nachtwanderung, aber mir gefällt's. Ja, mir auch irgendwie. Hätte ich nicht erwartet. Wieso nicht? Na, du bist ein Prinz. Und? Haben Prinzen etwa Freiluftphobie? Ja, ne? Haben Prinzen Freiluftphobie, das hätte mich auch mal... aber es ist wieder schön hell. Ach, ich mag das. So, wir nehmen das hier noch mit. Paprika, da lässt sich ja bestimmt was Leckeres machen. Obwohl, Paprika, finde ich, verliert ein bisschen den Geschmack, wenn er gekocht ist. Dann lieber nur einen reinen Paprikasalat. Was ist denn das? Ist das hier... Alter, wie cool ist das hier, bitteschön. Ui, wir gucken hier mal uns genau um. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Hm, überraschend. Warum? Vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ich finde die Sticheleien so cool. Muss ich sagen, ich finde die so cool. So, Ortschaft, Jägersiedlung. Ach, hier gibt's Jäger. Wie cool, dann gucken wir uns doch hier mal um. Denn hier wird's doch das ein oder andere Leckerli für uns geben. Das ist ja eigentlich nur der reinste Autofriedhof, ne? Das ist doch ein geiles Thumbnail, ne? Ich glaube, das werden wir vielleicht nehmen, Jungs, oder? Der Fisch gestern, ist doch sehr, sehr cool. Der war ziemlich gut. Ja, fangfrisch schmeckt so ein Gericht am besten. Ich sag ja, ich muss mehr angeln gehen. Wieso stehst du bloß so auf Angeln? Was ist das? Ui, Orik Gambeles Jagdtagebuch 3, die Begegnung. Gerade dachte ich, ich hätte mich an das Jägerleben gewöhnt. Da trug man mir auf, einen vermissten Bergsteiger zu retten. Leider handelt es sich bei dem Berg um einen Vulkan. Ein falscher Schritt und ich wäre in einen Lavapool gerutscht. Verlaufen habe ich mich natürlich trotzdem und ich wollte schon fast kehrt machen, als ich wie durch Zufall auf den Vermissten stieß. Zwei ganze Tage hat der arme Tropf mit verstauchten Beinen seine Rettung geharrt. Alter, das ist bitter, ne? Alter, ist das bitter so? Kartoffeln! Ignis entdeckt. Was hat er entdeckt? Irgendwas mit Kartoffeln hat er entdeckt. So, hier ist ein Schild. Steht da was? Parkplatz steht da. Scheiße, wo ist unser Auto?
Alter, voll der Autofriedhof, hat er gemeint. Na Jungs. Obwohl, das sieht vielleicht von der anderen Seite cooler aus, ne, mit der Sonne. Naja, wir haben ja schon fast ein cooles Thumbnail. So, wir schauen mal hier bei der jungen Dame vorbei. Hallo. Schönen guten Morgen. Hallo. So, stöber im Warenangebot. Was hatten die zum Fressen? Phönixfeder? 1000, ey, willst du mich verarschen? Alter. Na, wir haben doch schon richtig gute Gerichte beieinander, ne? Können wir was verkaufen? Heiltränke. Finalelixier könnte man doch eins verkaufen, oder? Was ist ein Finalelixier? So ein hochwertiges Energiegetränk, das durch Noctis Kräfte eine heilende Wirkung entfaltet. Halt die aktuelle LP und MP sowie das LP-Maximum aller Gruppenmitglieder vollständig. Das ist wertvoll, hat er gemeint. So, Kriegsklinge. Diesen Großschwert, ja, okay. Na, so viel haben wir nicht. So viel haben wir nicht hier, ne? Was wir wirklich verkaufen könnten, was auch wirklich Kohle bringt. Granatarmband. Könnten wir eigentlich schon fast eins verkaufen, ne? Wertgegenstände, also wie gesagt, ich soll nichts verkaufen erstmal. Sondern wirklich alles behalten, okay. In diesem Sinne, Goldstaub. Was bringt hier ordentlich Kohle? Diesen Zweiton, ne? Keine Ahnung, wie ich den reparieren kann. Oder wie ich den machen kann. Spinnenseide. Ach, das ist das ganze Zeug, nee. Schau mal wieder rein. Da verkaufen wir mal nichts, Freunde. Ha. Da verkaufen wir mal nichts, hat er gemeint. So, wir müssten da rüber. Ui, im Wauwau. Alter, was sind das für ein Jägerschuppen hier? Chocobo mieten können wir, glaube ich, sogar noch nicht. So, Kollege, was hast denn du mit dich dabei? Wir haben nur 1000 Gil, da kommen wir nicht weiter mit, ne? Breitschwert. Rächer. Schusswaffe. Was ist das? Ein wahlreichendes Büschel oder aus Kräutern und Gräsern? Erhöht die Willenskraft. Ach, das ist aber was Feines. Alter, wir haben aber keine Kohle, ne? Wir haben aber keine Kohle, um hier was zu machen. Um hier ordentlich mal Geld liegen zu lassen. So, hier ist sogar auch nochmal ein Wohnwagen. Das ist sehr schön, da freue ich mich. Kostet allerdings, aber das kann man ja auch, wie gesagt, sparen. So, dann gehen wir. Oh, wir können hier Dart spielen. Momentan ist ja die Dart-WM, also wo ich jetzt hier aufnehme. Oh, wir können hier interagieren. Wildtierpalsende, Pfotenweg. Sehr schön. Aha, schön, ich mag das. Ach, ehrliche Art. So, defekt schließen. Hey, das ist defekt, da brauchst du auch nicht dran rumknipsen, da. Push the button. Kennst du das? Von den, Gott, wie hießen die? Man weiß es nicht. So, wir konnten hier interagieren. Wir spielen erst einmal eine Runde Dart, Alter. Geht die Musik nie? Aber Dart spielen wir, ey. Das wird geil jetzt. So, wirf im richtigen Augenblick. Die Chance, das Schwarze zu treffen, ist am größten, wenn Noctis Hans sich ganz vorne befindet. Ja, aber ich will Triple 20. Wie drücke ich nochmal? Das war's. Hammer! Ja!
100 Bullseye, ne? Yeah! Alter, was geht denn? Entschuldige. Hammer! Yeah! Prompto! Elli Pelli, Alter! Nochmal, komm, alle guten Dinge sind drei. Hammer! Yeah! 118! Wie geil, ey, leck mich am Arsch. Entschuldige. Oh, jetzt habe ich hier. Oh Gott. Jetzt habe ich mich zu sehr gefreut. Na dann mal weiter. Ich merk's. Ignis, weiter geht's. Ich merk's. Einen Moment. Was denn? Schnauze. Was denn? Ich merk's an meiner Stimme gerade. Ich habe mich jetzt zu sehr gefreut. Aber egal, ich trinke jetzt auch nichts. Ist scheiß drauf da. Nice, Alter. Interagieren. Achtung, leicht entzündlich, mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Eigentum von Exineris, wer ist denn das schon wieder? Okay, wir fragen aber jetzt mal hier unseren Kollegen, beziehungsweise den Typen, der Hilfe braucht. Wir sind jetzt vom ganzen südlichsten Zipfel in den Norden gereist. Und jetzt bin ich gespannt, Aufgabe. Ach, falls ihr zufällig in die Richtung unterwegs seid, es gibt wieder Infos zu Erkennungsmarken. Ja, also doch, der Staub-zu-Staub-Erkennungsmarke finden. Machen wir doch gerne. In der Folge. Wo ist es denn? Ich glaube, da müssen wir hier rein. Aufgabe, Staub-zu-Staub. Stufe 8. Warum Stufe 8? Spinnst jetzt? Ja, komm, dann machen wir das aber trotzdem. Hey, wir können ihn hier nach oben. Komm, da gehen wir auf, wenn wir die Erbert gemacht haben, da. Wir helfen erst einmal hier. Wir helfen erst mal unserem Freund, den Dave. Da wären wir. Aber dass das hier geschützt ist von den Monstern und so, ne? Wow, was sind das für Giraffenviecher? Wow. Wow, Alter, guck dir das an. Anna Kids. Sind die lieb? Ja, die sind lieb. Ich mache jetzt denen mal nichts, das sind ja noch Babys. Nein, so lieb bin ich schon. Das dachte ich schon, was war denn das, ne? So, sind wir doch hier gleich in der Nähe. Ja, das stimmt. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist hier, ne, bei denen. Oh, die Dinger greifen die an, ne? Leibesertüchtigung? So was höre ich gern. Wenn ihr wollt. So, Staub zu Staub. Ich bin dabei. Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Selber! Da wären wir also. Pronto! Roger! Alter, sind das Riesenviecher, du, ne? Yes, das noch. Ich denke, aus denen sollte sich was kochen lassen. Jawohl. Ich freue mich schon aufs Abendessen. Vortrefflich. Alter, wir werden hier aber richtig hier durchkommen. Kein Problem. Jungs. Alter Schwede. Bin dran. Bist du okay? Ja, ich komm klar. Das geht so was. War ein Ausrutscher. Sehe ich nichts mehr, Scheiße.
Komm, Junge! Vorsicht! Nackt, wo hast du das denn gelernt? So, Jungs. Ich hätte das gerne noch schnell beendet. Scharfe Schwungfeder. Ah, hier haben wir's. Der Name ist noch lesbar. Wir sollten sie Dave bringen. Nice, das ging doch jetzt aber doch recht flott, ne? So, dann können wir aber ausmachen. Ach Gott, oh Gott. So, bevor wir hier weiter rumfuchteln, ne? Da drüben sind auch schon wieder irgendwie so komische Viecher. Ja, die lassen wir aber mal links liegen. Ach, ich finde es schön, dass nicht alle Viecher angreifen, ne? So aus dem FF raus. Ist das hier so Bunker oder was? So, dann laufen wir mal darüber. Hallo! Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ach, hier haben wir auch noch was. Das ist ein Panzer, ne? Oder sowas in der Art wie ein Panzer. Bleibt nur liegen, ich tue euch nichts. Ich hab schon eure Eltern auf dem Gewissen da. Echt angenehm hier. Mir ist nach einem Nickerchen. Ah, Nickerle. Kann ich hier machen? Oh. Nee. Wollen wir hier campen? Nein. Hui. So sind wir wieder da beim Autofriedhof. Ich hoffe, die Münze bringt den Dave weiter. Wer ist das? Hallo, schöne Frau. Hallo. Oh, hallo. So. Wir gehen weiter. So, Dave, alte Hütten. Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt. Und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. Yeah! Alter, das gibt richtig fett EP, ne? 500 und 5 Megatränke, nice! Danke dir, mein Freund. Hast du noch eine Frage? Jo. So, jetzt schauen wir nochmal auf hier. Das interessiert mich doch, wo es da entlang geht. Ach du grüne Neun, da geht's aber arbeiten auf, ne? Guck mal, was haben wir denn hier hübsches? Verrostetes Metallstück. Ja, und dafür waren wir oben. Was ist das da hinten? Ach, Zustände wie bei den Ludolfs, du, ich sag's dir. So, finde ich sehr, sehr geil. Das hat mir so gar nichts gebracht, ne? Wieso geht der jetzt auf, wenn ich runtergehe? Eieiei, wieder hier voll der Pack. So, egal, was soll's. So, der Deal mit Dino. Das sind 5 Kilometer, ey, am Arsch. So, Karte. Cool, wir könnten zurück zum Regal, ja, ne? Wir haben ja hier soweit alles. Genau zum geparkten Auto zurück. Dann reisen wir jetzt mal geschwind dahin. Chocobos, auf dem Rücken eines Chocobos kommst du schneller voran als zu Fuß und erreichst außerdem Orte, die mit dem Regal ja nicht zugänglich wären. Kennst du dich aus? Oh, da freue ich mich auch schon. Chocobos, ey. Ich liebe diese Viecher, auch so typische Final Fantasy Viecher. Genau wie sie, wie die Bomber. Dann den Kaktus. So, Regalia Steichmei hat er gemeint. Automatisches Fahren. Wir fahren aber. Eine Tankstelle, auch nicht Waffenhändler. Geschäft.
Ortschaft. Die Werkstatt, fahren wir in die Werkstatt. Komm, wir fahren in die Werkstatt. Lasst nicht zu. Yo! Okay. Machen wir mal eine kleine Runde hier. Radio machen wir an. Ist doch mal cool. Hey Brondo, alles fit? Was macht denn ihr? Ah, der hat einen Schieß gelassen, Alter, ey, da stinkt die Hütten. Alter, wie geil. Boah, der Ignis, der fährt aber jetzt schnell, oder bilde ich mir das ein? Ach, ist das geil, hat er einen ziehen lassen, du, ey, Stinksau. Ha, wie cool. Sowas feiere ich immer in Spielen. Doch sowas gefällt mir immer sehr, wenn wirklich nix. Wenn wirklich was nix mit dem Spiel zu tun hat oder so, aber die Entwickler sich was überlegt haben irgendwie. Und das nochmal ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Apropos Pfeffer, hoffentlich hat jetzt der Brondo jetzt einen Neipfeffer. Ach Gott, Entschuldigung. Ach Gott. Ja. Mein fränkischer Humor. Kennst dich aus, hat er gemahnt. So, jetzt sind wir ja auch schon da in Hammershead, ne? Oder Hammersfall, oder wie heißt das nochmal? Na, man weiß es nicht. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja, hab einen Brand wie ein Hammerhead, genau. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Ich würde halt gern jetzt mal mein Auto endlich aufmutzen. Wir gehen jetzt am Holdonai. Ja, okay. So, hey Kollege. Ach, du bist es wieder. Was, huh? Ich frage dich, wer sonst? So, was machen wir ein Monster auf der Regel? Geht ihr für uns auf die Jagd? Tag ohne Wiederkehr haben wir, dann haben wir hier Ungezieferbeseitigung. Diesen Jagdauftrag annehmen, ja, ne? Also, mutig, mutig. Dafür bekommen wir ein Super-Elixier. Nice. 5 Stück brauchen wir da. Und das ist da hinten. Dann hätte ich doch gesagt, gehen wir nochmal zu Sydney und schau mal, ob die jetzt endlich unser Auto lackieren kann. Ich drehe gleich am Rot. Ach, fast so, hey Sydney. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Hey, die hört sich auch ein wenig an wie der Bart Simpson, ne? Was darf sein? Finde ich. Tuning können wir machen. Warte mal, wir machen Sucht mal die Karosserie. Mehr haben wir gerade nicht, ne? Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Wieso kann ich das nicht? Kaufe ein komplettes Designpaket für die Karosserie des Regalias. Leider Gottes kann ich hier nichts machen. Bis bald, okay, Jungs. Es ist doof. Keine Ahnung, vielleicht kann ich das noch irgendwann anders freischalten. Wir schauen mal in die Fertigkeiten. Wie viele Punkte haben wir denn? 48. Yes, das ist noch. Kampfteam. Erhöht den Schaden von Kombos immens. Alter. Willst du mich verkackeiern? Hier haben wir doch schon einiges. Hier haben wir fast noch gar nichts. 32 schmerzhafte Fakten. Die verursachen Schaden, wenn die Schwachstelle eines analysierten Gegners ausgenutzt wird. Wartemodus. Fertigkeiten, die es im Wartemodus ermöglichen, das Beste aus Kampfstrategien herauszuholen. Ach, das Beste, okay.
Das machen wir eigentlich ganz, ganz selten, ne? Oder wir machen das bisher noch gar nicht, ne? Echt zu sein. Jeder braucht so viele Punkte. Elementare Empfänglichkeit erhöht die Menge der elementaren Energie, die Noctis absorbieren kann. Das ist nicht schlecht. Ich bräuchte halt Ding, ne? Ich bräuchte so eine Flasche Heilung, ne? Heilung ist nie verkehrt. Heilung ist nie verkehrt, hat er gemacht. Gestelltes Comeback. Ach komm, das lassen wir mal, Freunde. Denn ich hätte gesagt, wir machen dann hier eine kleine Folgenpause. Was denn, hä? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder morgen zu Let's Play Final Fantasy 15. In diesem Sinne, macht's gut. Und dann gehen wir mal dann über, ne? Zu diesem Jagdauftrag. Stufe 5. Kriegen wir hin. Müssen wir 5 Monster erledigen. Bekommen dann noch einen Haufen Kohle noch. In diesem Sinne, macht's gut. Bye bye und Servus.